Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Inventur 2.0, Version 2.0. Wir machen weiter und holen jetzt den großen Schwatter. Werden wir unser Stroh auf Schwatt bringen, damit wir das mit einem Ladewagen ins Lager fahren können. Schwatten deswegen, weil wir haben im Verband gearbeitet. Bis auf Hafer, Hafer nicht. Hafer können die so machen, dass ich große Speicher habe, glaube ich. Glaub schon. Dann ansonsten muss es Feld 16 ausgefahren werden. Und da habe ich mit 3 Drescher gearbeitet. Da wird es dann so nicht klappen mit Programm. Also klappt schon, aber da muss ich den extra Drescher mal links und rechts nehmen. Also wir schwatten das einfach mal. Mal sehen, was Feld 16 so erbringt. Und dann kommen wir mit Hafer Anfang näher. Hoffe, der Ton ist so laut genug. Nicht zu leise. Nur Justin, melden, wenn was nicht passt. Die Schmecker sind verschieden. Ich mach's zwar Probeaufnahmen, hör auch du mal rein. Aber wenn ich mal voll dabei bin, meistens dann nicht. Und erst am Schluss, dann fass ich das. Oh, shit. Ja, ist halt so, ne? Hat der Gewicht daran? Ja. Warte. Na, da war nix. Das haben wir unsere Geräte auch schon weg hier, ne? Soweit ich sehe jetzt. Die Dörfer sind alle weg. Richtung 460. Du tust dich hier nicht. Da schon. Euch? Halt hören. Und Folie hat nichts gemacht. Rein gar nichts. Ah, dann melde ich mir trocken an. Oh, mal sehen. Wir werden schon Glück haben, ne? Ja, der Abfahrtkurs war noch einfach. Aber das können wir gleich tun mit einem anderen Traktor. Machen wir so. Ja. Geht irgendwie schon. Das Siedlung, wo wir zukriegen, das ist ganz wichtig. Damit wir spätestens die nächsten Tage die Lage haben für die BGH. Dass wir Herzen verdienen können. Ne? Damit wir irgendwas machen können, was kaufen können. Neue Felder zum Frühjahr zum Beispiel oder irgendwelche Gerätschaften. Den Kurs kann ich mal löschen, den alten. Gewicht, Faktor, ja, hat man das reparieren könnten, aber gut.
So, das war ganz kurz Feldarbeit, Kursgenerierung, Feld anklicken, Vorgewende machen wir ruhig 2, ruhig 3, dann kann der besser wenden, weich, sowieso, Uhrzeigersinn, denke ich mal. Ersten Wegpunkt fahren wir ein bisschen zurück. Den Kurs werden wir gleich speichern, und zwar unter Feld Schwatten. Brauchen wir richtig geschrieben, also egal, Feld 60. Ich kann ja mal arbeiten in aller Ruhe, und ich kann den Traktor erstmal entlassen. Den fahren wir jetzt Richtung Feld 41. Dann nur noch den Drescher runterholen, sonst gibt es da Probleme. Ich stelle mich hier vorne hin, wo wir den Kurs laden werden, bei Gelegenheit. Ich glaube an sich nicht, dass ich heute noch die Ernte beginnen werde. Hier machen wir mal die Plane auch zu. Dafür haben wir die ja, ne? So, vor einfahren. Ja, das können wir auch machen. Dann fahren wir Richtung Hof. Ups, bockt hier auch wie ein Pferd. So, Schaden bei 8% beides, und einer hat 8, einer fast. Dann wollen wir sehen, ob wir das tacken wir auch gleich. Da wir eh nur ein Feld noch haben. Wenn wir den gleich entsprechend reparieren und warten. Und wegstellen. Der Scheibe wird cool, ne? Aber das ist ein schöner Fehler, den kann man nehmen, solange der Rest funktioniert. Was ich mir gerne wünschen wäre, dass die Drescher eigentlich Namen kriegen würden, oder zumindest bei Inspektor-Wort da entsprechend. Hat er mich schön festgefahren, du. Ja, komm mal raus. Machen wir die inneren Sicht. Ruckelt ein bisschen.
Mal gucken. Na, geht auch. Und da fällt es gar nicht auf, weil ein Scheinwischer fehlt. Ja, Scheinwischer ist es gar nicht mal, da ist nur so ein Hebel dazu. So, Thema. Oh. Den stellen wir erstmal hin und machen ja die Wartung später. Weil andere Arbeit ist immer wichtiger, dass man alles das Dach und Fach kriegen, ne? Und die BGA zu kriegen und so. Stellen wir hier mal ab, links auf der linken Seite. Das müssen wir probieren, einen Gang zu kriegen, aber wiederum. Ich brauche das nicht unbedingt. So, jetzt stellen wir eine BGH-Regelung. Oder erst Stroh. Stroh. Brauchen einen freien Traktor. Müsste aber eigentlich genug haben normalerweise. Da haben wir keinen Anhänger, LKW, kleinen. Da sind die alle unterwegs, ne? Auf den Feldern. Nicht schlecht. Da war einer. Mal ab. Wir sammeln jetzt Stroh. einen Sammelwagen holen, ne? Entschuldigung. Pünktlichste Weihnachten erkältet. Also das Fluster haben wir noch nie gehabt. Schon lange her. Oktober hatte man auch kräftig Husten gehabt. Die Zeit kratzt mir wieder im Hals, das ist verdächtig, das ist nicht gut. Wir machen hier normale Breitreifen drauf. Sonst haben wir so Probleme mit der Wendung oder so Scheiß. Können wir reparieren. Den auch. Konfigurieren. Breitreifen. Also Musik höre ich fast bei mir gar nicht. Ich hoffe eine Aufnahme, ja. Sonst ist es ungünstig. Jetzt machen wir die Musik ein bisschen laut. Wurde mir gesagt. Kommt dann der dahin? Auch nicht schlecht. Aber hat den anderen weggeschubst, das kann sein. Ja, ja. Ich sag ja, Kruste Flare sind manchmal brutal, wenn es so gewesen ist. Also. So, geht zu meinem Haferfeld, ne? Müssen wir erst den Überführungskurs einfahren. Machen wir nächste Folge. Fahren wir hin, dann ist die Folge zu Ende. Die Zeit vergeht.
So, jetzt geht's los. Fangen wir an mit Feltenroh. Links. Diesen Feld hier. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ist bei 140. So. Das ist dieser Kurs. Nehmen wir hier auf. Hopp, hopp. Wollen wir noch zeigen, nächste Folge. Und ich schaue, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann mach ich so die Linke. Ciao. Man hört uns vielleicht zur nächsten Folge. Montag. Tschüss.